Mike Tyson gegen Jake Paul, die Pressekonferenz hat stattgefunden. Es ist einiges Interessantes passiert, Freunde. Nach der PK, wo die beiden schon wirklich enorme Wörter ausgetauscht haben und es auch zu gewissen Streitigkeiten gekommen ist, sehen wir ein Face-Off zwischen den beiden. Später Fury gegen Usyk, die Waage. Da kriegt ihr auch nochmal abends ein Video von mir. Gegen 19 Uhr ungefähr, Agit auf der Waage, Fury, Usyk und. Wir schauen rein, wir legen los mit der PK, Mike Tyson, Jake Paul. Right here. I'm with KXAS, the NBC 5 station here in Dallas. The question is for Mike. Jake can answer as well if you'd like. How do you respond to people who are critical about this fight happening in the first place, given your differences, particularly your age, which so many people are quick to point out? Say that again, please. How do you respond to people who are critical about this fight taking place in the first place at all because of your differences, particularly your age? Well, I don't see too many people critical about it. Look at this. Immer die Frage mit dem Alter bei Mike. Critics, I mean. Excuse me? Critics, you know, people who? In the industry. Tell me who, name it somebody. Folks. You, who? No, folks who say it, thanks. Yeah, no, thanks. Er kann diese Altersfrage nicht mehr hören. Jacob Detamore with the ticket in Dallas. My question's for Jake. Jake, you say you want to be a serious boxer and you want to be a contender and be a title holder. So then when in your career are you going to actually fight a contender in your weight class and not do gimmick fights? I think he just called Mike Tyson a gimmick. Mike Tyson's 58 years old, or will be at the time of the fight. Yes. So as much as I respect him? Mike Tyson will you and fight his. Him? What did you just call me again? I didn't call you anything. What did you call me? I didn't call you anything. Mike ist sauer. It's been 4 years in. Er meinte zu Jake, wann kämpfst du mal richtige Leute in deiner Gewichtsklasse? Wann gehst du mal richtige Challenges an und hast Ambitionen, Champion zu werden im Boxen in deiner Gewichtsklasse mit deinen Leuten und kämpfst nicht gegen einen 58-jährigen Mike Tyson? Wann hörst du auf mit diesen Show? Kämpfen, ja, und hat Mike Tyson dann indirekt als Showfighter beleidigt, der Reporter. Also da muss man schon aufpassen, das hat Mike gar nicht gefallen, ja. In this sport and I've done more to it than any boxer in the history of the sport. So in due time, sir, I will be fighting for a world championship and I will be shutting you the fuck up and making you eat your own words, just like the rest of these fucking punks. To the left here. Brandon Childs, Arlington Urban Media and Entertainment. This question is for both of you gentlemen. What makes each of you so confident that you'll get the win come July 20th? I don't know. Picture me losing to him. Malt euch aus, wie ich gegen Jake verliere. I don't see it. Ich sehe es nicht. Last question. Last media question here. Diesmal ist schon viel hitziger als die PK davor. This question is for Jake, being that you've come to Dallas countless times and sold out the American Arena and even now AT&T Stadium. Now I want to ask you, would you consider Dallas your home turf as far as a fighter? Nah, Cleveland born and raised. Cleveland born and raised. Thank you, Katie. One more. Hi, my name is Caleb, and I'm 22 years old. My question for Mike Tyson. I think everybody wants to know what round you're going to knock out Jake Paul in. As soon as he get hit. First punch. Do you think I could get a signature? Also der erste Punch, der ihn trifft, wird ihn ausknocken, sagt er hier. Jetzt schauen wir mal weiter, Freunde. And I'm going to start with you, because I saw just the other day, you got on social media, and you said, I want to address this. So many people. Even the Saudi chief got on social media and said, Mike, forget the script. Beat this guy. What do you say? Tell these people who keep saying that this fight is scripted for Jake Paul to win. Also was sagt er zu den Leuten, die denken, dass der Kampf gekauft ist? Just come to the fight and you'll see. Kommt zum Kampf und ihr werdet es sehen. Listen, I started Jake off and I'm gonna finish him. Ich habe mit ihm angefangen und ich werde ihn auch beenden. Jake Paul, same question. People keep saying that this fight is scripted.
Bei ihm ist schon ein bisschen schwieriger. Man merkt, die Leute feiern das nicht. Ey, yeah, come on, fuck Jake Paul. 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 I like that shit, yeah. Hey, I hope y'all keep that same energy when I knock this old man the fuck out. Oh. Ich hoffe, ihr behaltet diese Energie, wenn ich diesen alten Mann ausknocke, sagt er hier. Guck mal, Mike's face. Scheiße. Clearly they don't have a high IQ in here, but that's a federal crime, Brian. Er macht sich so unbeliebt. So disrespectful mit Mike Tyson umzugehen. Mike Tyson is risking serious injury against a powerful 27-year-old who is in his prime. What do you say to that? I don't know if he's in his prime, he's fat. There are a number of people who also say Mike Tyson is risking serious injury against a powerful 20. He should be lean and mean, he's fat and funky. Er ist nicht in seiner Prime, er ist fett, er sollte eigentlich durchtrainiert sein, lean. Er ist einfach nur fett. Hast du schon mit dem Training angefangen? Hey, Buster Douglas was fat, am I right? Buster Douglas war fett. You're no Buster Douglas. Das stimmt, du bist kein Buster Douglas. And I'm gonna end you quicker than he did. And you'll remember that forever. You started okay. Me off, I appreciate that, Mike. I love you. I love you. Like a father loves his son, but I must discipline you. You're going down, old man. Okay, I love you too. Mike nimmt das mit Humor, aber das ist unverschämt. Das ist unverschämt, Freunde. Ich schick dich schlafen wie Buster Douglas, nur früher, nur schneller. Ich muss dich disziplinieren und liebe dich wie ein Vater seinen Sohn liebt. So, also Mike lacht zwar, aber ich sag euch, die Leute feiern das nicht. Ich finde das frech. Und so sollte sich Jake nicht verhalten, nur um den Kampf künstlich zu promoten. Mike ist eine Legende und die sollte auch so behandelt werden. Mike. Ich hoffe, Mike finisht ihn, sag ich ehrlich. Say, when they talk about this fight, they say if Mike Tyson doesn't get Jake Paul early and get him out of there early, there's no way he can go all 8 rounds and win this fight. What do you say to that? Okay, whatever. It's hard to even really be. He's not gonna win. Look at, he can't even knock out Nick Diaz. Nick Diaz is 40 pounds. He's gonna knock me out. Er kann nicht mal Nick Diaz ausknocken. Er meint Nate. Er wiegt 40 Pounds. Ja, Nate Diaz wiegt so seine 80, 85 Kilo. Konnte ihn nicht ausknocken. Wie soll er Mike ausknocken, sagt er hier. And what's the other guy? Anderson Silva. He didn't knock those little guys. How are you gonna knock me out? Jake. Ist auf jeden Fall richtig, ist ein Punkt. Majority of your fights, we've certainly seen the power on display. Who did he knock out? Who did he knock out? Little children. He didn't knock out, never knocked out a real man. Come on. Oh, er hat noch nie einen Mann ausgenockt, sagt er hier. He's questioning your power, Jake. He's saying you haven't knocked out a legitimate fighter of his elk. He didn't knock out Tommy Fury. Das ist ein Punkt. Und Tommy Fury war der erste richtige Boxer. Und Tommy Fury ist nicht Weltklasse-Level. I can't stand here and say I did those things. But what I promise to the people is on July 20th, Mike will be put to sleep and he will feel my power. And I will go down as the man who put Tyson to sleep for the last time. Er will diesen Hass auf sich ziehen. Mike, feier ich nicht. Let me ask you this. For the 200 million who will be watching this fight around the world, well over 80,000 people that will be in AT&T Stadium, what can you guarantee these people they will get on July 20th when you step in the ring with Jake Paul? Listen, we're here. We did enough talking. I'm ready to fight. Okay. Mike wollte uns nichts versprechen, er ist ready zum Kämpfen, er ist ready gegen Jake Paul zu fighten und jetzt gönnen wir uns noch das letzte Face-Off der beiden.
Guckt euch das an. Was ist das? Mike nimmt ihn gar nicht ernst. Ach du Scheiße. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Ach du Scheiße. Er kann die Augen nicht von ihm lassen. Nimmt ihn gar nicht ernst. Er hat keinen Bock mehr. Ey, das ist so herrlich. Ich hoffe, Mike schickt ihn schlafen. Schreibt mir eure Prognose dazu in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.